Was ich euch heute im Video zeigen werde, wird euch wahrscheinlich auch die Schuhe ausziehen. Also langsam weiß ich wirklich nicht mehr, was ich dazu überhaupt noch sagen soll, aber was um Suicide Squad Kill the Justice League alles abgegangen ist, auch schon in den letzten Jahren, sage ich schon fast, und was vor allem zum Release zu diesem Spiel abgeht, es ist nur noch zum Kopfschütteln und zum Verzweifeln fast auch schon. Deswegen zieht euch heute diese Story rein. Kurzer Hinweis, am Freitag, den 9. Februar 2024, wird das Ende eines Gewinnspiels sein. Ich werde eine Suicide Squad Kill Justice League Version sponsored by Green Man Gaming verlosen. Also checkt unten die Videobeschreibung für alle Infos. Die Geschichte fing eigentlich damit an, dass ich auf YouTube einen Kommentar bzw. eine Antwort auf einen Kommentar von jemandem gelesen habe, wo behauptet wurde, dass 70% aller Käufer dieses Spiel refunden würden. Da habe ich gefragt, woher die Info kommt. Ich habe seitdem nichts mehr gehört. Ich habe das Kommentar jetzt leider aber auch in meiner Kommentarsuche nicht mehr gefunden bei YouTube. Ich weiß nicht, ob es noch da ist, ob es YouTube nicht mehr gefunden hat. Keine Ahnung. Falls ihr es findet, sagt mir gerne Bescheid. Auf jeden Fall bin ich dann auf die Recherche oder auf die Suche gegangen. Was hat es damit auf sich? Kann das sein? Gibt es diese Zahl? Und dann bin ich auf Folgendes gestoßen. Von Windows Central, und zwar von keinem geringeren als Jess Corden. Dieser Name war mir sofort wieder ein Begriff, weil dieser Typ immer Insider-Infos bekommt, die er dann auf Twitter immer zum Besten gibt. Für alle natürlich. Weiß auch nicht, wie das immer zustande kommt, aber auf jeden Fall, er hat diesen Artikel hier verfasst. Searches for Suicide Squad Refund Search. 791% following the game's early access launch disaster. Oh, die hatten ein Problem am Start für ein Online-Game oder MMORPG. Ganz ungewöhnliche Sache, haben wir noch nie erlebt. Und jetzt ist dann quasi die Headline, dass die Suchanfragen für Suicide Squad Refund um 791% gestiegen sind. Und sorry, als ich das dann gelesen habe, habe ich gedacht, okay, come on. Ja, ich bin seit 2008 Suchmaschinenoptimierer und ihr redet hier von Suchanfragen auf Google, alles klar, let's go. Ja, deswegen super geile Sache. Hier wird dann einfach Google Trends Data reveals a near 800% spike in searches revolving around refunding the game triggered by the game's offline maintenance periods. Also das ist der Oberwitz, so etwas zu schreiben als Headline. Und dann seht ihr, was passiert ist. Wie die Fliegen um die Scheiße quasi, sind alle möglichen Seiten drauf eingestiegen. Suicide Squad, Justice League, Requests have 761%. Dann hier haben wir Videos, Gamers want refunds, ja? Suicide Squad, Kill Justice League, Refunds, Refund, bla bla bla, Videos, Berichten, teilweise 200.000 Aufrufe, auch wieder von so einem Hate-Kanal, den wir auch schon mal im Twitch-Stream besprochen haben. Auch wieder Behauptung hier. Selbst IGN India ist es, glaube ich, schreiben wieder ab. Ja, Videogamer, N4G, alle möglichen stürzen sich drauf, ja, auf diese Thematik, und es ist kompletter Bullshit. Ja, anders kann man es nicht sagen. Und dann habe ich hier halt einfach diese Seite gefunden, muss so lachen. Ja, 761%. You gotta pump those numbers up. Those are rookie numbers. Auf jeden Fall herrlich, ja. Und dann kam ein schönes Kommentar. Day before release, one person searches Suicide Squad Refund. Day after release, 10 people search Suicide Squad Refund. 1000% increase. Und genau das ist das Ding, liebe Leute. Ja, also stellt euch mal diese Logik vor. Ein Spiel, das noch nicht released wurde, ja, dann betrachtet man die Suchanfrage. Wenn es ein Spiel gibt, was noch nicht erschienen ist, wie viele Leute, denkt ihr, würden tendenziell nach einem Refund suchen für ein Spiel, was es noch gar nicht zu kaufen gibt? Ja, also es ist wie wenn ich nach, wie kann ich das Auto XY zurückgeben, obwohl das Auto erst, weiß ich nicht, 2025 erscheint. Wer sucht sowas, ja? Also ihr könnt mal logischerweise davon ausgehen, dass das nicht allzu viele sind. Wenn wir es mal ganz dezent ausdrücken, es sind nicht allzu viele. Jetzt mal gucken, ja, trends.google.com, daher haben die lieben Leute ihre Daten, was auch so eine Sache ist. Ja, Google Trends ist so die kostenlose Variante für jemanden, der gerne in den Suchergebnissen irgendwas vorhersagen möchte. Das kann ich euch mal hier sagen. Also wenn ich mich bei was auskenne, dann ist es Suchmaschinenoptimierung. Ja, es gibt zig Tools, kosten viel Geld, um herauszufinden, wie häufig etwa pro Monat ein Suchbegriff gesucht wird. Weltweit,
nur bei Google Deutschland, nur bei Google Schweiz, nur bei Google Österreich und so weiter und so fort. Dieser Trend zeigt dir halt einen Trend. Wenn jetzt hier 100 steht, heißt es nicht, dass 100 Leute es suchen. Das ist nur ein Trend, es ist eine Tendenz für einen Suchbegriff. Ja? Und da gibt es nicht besonders viele Daten, selbst wenn ihr auf weltweit geht. Ja? Dann seht ihr jetzt natürlich, seit das Spiel released ist, wird es hier hin und wieder mal gesucht. Also dieser Trend ist da und der Trend ist tendenziell steigend. Aber das ist eine ganz logische Sache. Denn jetzt habe ich euch mal ganz kurz was hinzugefügt. Elden Ring Refund, Batman Arkham Refund. Ja, also rot ist Elden Ring Refund und gelb ist Batman Arkham Refund. Oh mein Gott. Oh, da ist aber eine ziemlich krasse Steigerung, ne, bei Batman Arkham Refund. Hier 84. Also das Spiel scheint nicht gut zu sein. Scheint Probleme zu geben. Elden Ring, guckt mal hier. Selbst sogar bis zum 4. März 2023 100 bei Elden Ring Refund. Elden Ring ist, glaube ich, ein schlechtes Game. Ich glaube, das ist ein Desaster. Ja? Ich hoffe, ich kann euch mit diesem kurzen Beispiel einfach mal demonstrieren, was das für ein Bullshit ist. Ja? Vor dem Release, such keine Sau danach. Ja? Oder wenn, dann vielleicht mal eine Person oder zwei Personen, und dann gehen wir mal zum Rechner. Ja, sie sagen 791%. Ja, jetzt gucken wir mal, wenn jetzt eine Person danach gesucht hat, und danach suchen es 8 Personen, ist es eine Steigerung und eine Erhöhung um 700%. Nehmen wir an, es haben 10 davor gesucht und jetzt suchen 80, ist es eine Steigerung um 700%. Ja? Und je mehr Leute ein Spiel kaufen, umso mehr Refund Requests gibt es tendenziell. Sei es aufgrund Hardware-Probleme, technischer Probleme, Verbindungsprobleme. Leute denken, das Spiel ist scheiße, obwohl ihr Internet gerade abkackt. Oder weil ihre Hardware es nicht schafft und sie sind zu blöde, um zu erkennen, dass sie gar nicht die richtige Hardware dafür haben und denken, das Spiel wäre das Problem. Es gibt Leute, die sind so blöde im Kopf, die haben einen Refund-Request aus welchem Grund auch immer. Und das gibt es bei jedem Spiel. Manche Leute können sich gar nicht ausmalen, was auf der Welt alles passiert innerhalb von einem Tag, innerhalb von einer Sekunde oder einer Stunde. Wie viele Leute irgendein komisches Problem haben, was eigentlich gar kein Problem ist. Aber sie denken, das Problem ist wegen X oder wegen Y oder wegen dem oder wegen dem. Ja? Und deswegen kommen Refund-Requests automatisch zustande, je mehr sich ein Spiel verkauft. Und wenn ein Spiel released wird, natürlich selbstverständlich auch. Und ich hoffe einfach, mit diesem Video mal kurz klar gemacht zu haben, was hier gerade für ein Unsinn abgeht. Und was auf YouTube für ein Unsinn abgeht hier. Mit diesen ganzen komischen Kanälen, mit diesen komischen reißerischen Headlines, die völlig unüberprüft sind, ja, und völlig grundlagenlos sind und einfach nur irgendeine Meldung ins Netz reinkacken, damit die Leute, oh, guckt mal an, das Suicide Squad Game läuft schlecht und so weiter. Ja? Ich möchte die Sache eigentlich gar nicht so emotional aufladen. Es geht mir nicht darum, das Spiel um alles ums Verrecken zu verteidigen oder so. Aber was hier abgeht, ist einfach schlicht und ergreifend wirklich unfair. Es ist unfair, was hier gemacht wird. Es ist an den Haaren herbeigezogen, was hier gemacht wird. Und es ist einfach ein Mitläufer-Bashing von diesem Game. Anders kann ich es nicht sagen. Ja? Und egal, welche Hintergründe dahinter stecken, ob es Batman Arkham ist, ob es Spider-Man ist, dass Spider-Man irgendwie jemand Spider-Man das Game beschützen möchte, habe ich auch schon gelesen, solche Theorien. Oder ob im Hintergrund irgendwelche anderen Sachen laufen, wer weiß, was gegen dieses Game läuft. Oder was der wirkliche Ursprung ist. Oder ob es 10 oder 15 Gründe dafür gibt, warum Leute so drauf abgehen. Aber wie das auch getan wird, ist völlig haltlos und wirklicher Bullshit. Deswegen enden wir dieses Video heute hier an der Stelle. Und ich hoffe, wir haben jetzt hier zusammen uns auch mal ein bisschen was angucken können, was hier einfach ganz, ganz schlecht gezaubert wird. In diesem Sinne, vielleicht bis zum nächsten Mal bei einem Stream oder bei einem nächsten Video zu Suicide Squad Killer Justice League. Wir haben weiterhin Spaß, Leute. Lasst's krachen. Bis dann und auf Wiedersehen.